Madame la conseillère fédérale, Madame la directrice de l'administration fédérale des finances, Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette conférence de presse qui sera consacrée aux grandes lignes du budget 2024 et au plan financier 2025 à 2027. Madame la conseillère fédérale dira quelques mots d'introduction. Madame D'Amelio Faves s'exprimera également et nous prenons vos questions à l'issue des deux présentations. Madame la conseillère fédérale, vous avez la parole. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Vizekanzler, Frau Direktorin, sehr geehrte Damen und Herren. Der Bundesrat hat heute die Zahlen zum Voranschlag 24 mit integriertem Finanzplan 25-27 festgelegt. Sie wissen, dieser Voranschlag hat ja eine Vorgeschichte. Ich möchte vielleicht kurz noch einmal darauf eingehen. Ich habe im Februar an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Sanierung des Haushalts mit einem strukturellen Finanzierungsdefizit von 2 Milliarden im Jahr 2024 und bis zu 3 Milliarden ab 2025 nicht ganz einfach sein würde, also sicherlich kein Spaziergang. Und um die Vorgaben der Schuldenbremse einhalten zu können, hat der Bundesrat am 25. Januar und dann am 15. Februar verschiedene Entscheide zur Entlastung des Haushalts gefällt und Bereinigungsmaßnahmen von 2 Milliarden Franken beschlossen. Ich habe im Vorfeld gemeinsam mit Frau D'Amelio, mit jedem einzelnen Mitglied des Bundesrates, ein Gespräch geführt, um auch zu sehen, wo im Departement Möglichkeiten bestehen oder vielleicht, das ist ja auch oft der Fall, hat man gute Ideen für andere Departemente. Das ist in der Regel immer auch sehr ertragreich. Dann, der Bundesrat hat weitere Maßnahmen für die Jahre ab 25 auf den Weg gebracht. Darauf komme ich noch zurück. Diese Vorarbeiten bilden die Basis für den Entscheid, den der Bundesrat eben heute getroffen hat. Die umfangreichen Bereinigungsmaßnahmen erlauben es, die Vorgaben der Schuldenbremse im Jahr 2024 einzuhalten und ein ausgewogenes Budget präsentieren zu können. Das ist eine gute Nachricht und dazu haben alle Departemente einen Beitrag geleistet. Der Voranschlag 24 ist eine Teamleistung, nicht nur des Bundesrates, sondern auch eine Teamleistung der Departemente. Und ich danke allen Mitarbeitenden in den Departementen für ihre konstruktive Zusammenarbeit. Wir haben zusammen das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts für das Jahr 2024 erreicht, mit einem kleinen budgetierten strukturellen Überschuss von 5 Millionen Franken besteht allerdings fast kein Spielraum mehr. Daran sieht man auch, wie herausfordernd und wie schwierig diese Bereinigung für den Voranschlag 24 war. Die Arbeit ist aber noch nicht erledigt. Auf die mittlere Frist verschlechtern sich die Aussichten nämlich erneut. Im Finanzplan 25 bis 27 verbleiben weiterhin strukturelle Defizite von bis zu 1,2 Milliarden Franken. Und auch in den Folgejahren dürfte der Haushalt strukturell unausgeglichen bleiben, da die Ausgaben weiter stark steigen werden und gewisse Entlastungsmaßnahmen, die der Bundesrat beschlossen hat, zeitlich befristet sind und in ein paar Jahren wieder auslaufen. Schon relativ bald wird uns natürlich der Voranschlag 25 beschäftigen. Der Finanzplan weist für 2025 trotz der getroffenen Bereinigungsmaßnahmen, ich komme dann nachher noch darauf zurück, die Bereinigungsmaßnahmen für 24 werden weitergeführt. Und trotz dieser Weiterführung dieser Maßnahmen sehen wir für 25 ein strukturelles Defizit von 0,7 Milliarden Franken. Zu diesem Betrag tragen natürlich verschiedene Faktoren bei, namentlich die Vorlage zur familienergänzenden Kinderbetreuung und das neue CO2-Gesetz. Eine zusätzliche Belastung ergäbe sich, wenn die Schutzsuchenden aus der Ukraine nicht im Verlauf des nächsten Jahres die Schweiz verlassen könnten, weil die Ausgaben dann nicht mehr außerordentlich verbucht werden können. Aber auch über diesen recht kurzfristigen Horizont hinaus bleiben größere Herausforderungen, namentlich die Finanzierung des Wachstums der Armeeausgaben und der AHV-Ausgaben. Weitere Bereinigungsmaßnahmen dürften darum notwendig sein.
Was ich Ihnen heute präsentieren kann, ist ein erster Schritt zur Lösung. Der Bundesrat hat heute das Entlastungspaket 25 in die Vernehmlassung geschickt. Er setzt damit seinen Entscheid vom 29. März um, Entlastungen auch bei den gebundenen Ausgaben zu bewerkstelligen. Das ist auch ein Auftrag des Parlaments. Die Finanzkommission beider Räte haben eine Motion eingereicht. Diese wurde auch vom Bundesrat entgegengenommen und in der letzten Session im Nationalrat als zweitem Rat überwiesen. Es ist wichtig und unumgänglich, auch bei den gebundenen Ausgaben anzusetzen, denn damit kann die Haushaltskonsolidierung auf einer breiteren Basis durchgeführt werden, so dass nicht immer nur die schwach gebundenen Ausgaben, die betragsmäßig nicht im Gesetz festgeschrieben sind, Sparbeiträge leisten müssen. Also wenn Sie das auf der Folie sehen, sehen Sie auch, dass ein Departement mit Bildung, Forschung, Landwirtschaft teilweise auch Beziehungen zum Ausland, dass zum Beispiel das WBF natürlich volumenmäßig stark betroffen ist bei den nicht gebundenen Ausgaben. Bei den gebundenen Ausgaben ist dafür das EDI stark betroffen, natürlich auch das Finanzdepartement mit den Steuern und dem Finanzausgleich. Aber das ist auch etwas ein Ungleichgewicht, weil die Departemente nicht den gleichen Anteil von gebundenen und ungebundenen Ausgaben aufweisen. Nun, am 18. Juni haben Volk und Stände mit großer Mehrheit die OECD-Mindestbesteuerung angenommen. Ich erinnere daran, dass der Bund nach Inkraftsetzung der Verordnung einen Viertel der von den Kantonen erhobenen Steuermittel erhalten wird. Wir gehen davon aus, dass diese Mehreinnahmen ab 26 anfallen werden und dass sich der Bundesanteil auf etwa 400 Millionen belaufen könnte. Der Bundesrat wird nun innerhalb eines Jahres prüfen, wie die Mehreinnahmen aus der OECD-Mindestbesteuerung für Standortmaßnahmen eingesetzt werden können. Ich erinnere aber auch hier daran, dass ein Drittel der Mehreinnahmen in den Finanzausgleich fließen. Nun, Sie sehen, die finanziellen Rahmenbedingungen bleiben für den Bund sehr herausfordernd. Umso mehr freue ich mich, dass es dem Bundesrat gelungen ist, ein schuldenbremsenkonformes und ausgewogenes Budget 24 zu verabschieden und sich auch auf ein Entlastungspaket bei den gebundenen Ausgaben zu einigen, das wir jetzt in die Vernehmlassung geben. Ich möchte hier auch nochmals betonen, dass die Ausgaben trotz den Bereinigungsmaßnahmen weiterhin steigen werden, im nächsten Jahr um 4%, über 4% sogar. Das Ziel aber ist es, das Budget des Bundes auch weiterhin in der Balance halten zu können, wie uns das die Schuldenbremse vorschreibt. Und die Schuldenbremse ist ja kein Selbstzweck oder eine Marotte der Vorsteherin des Finanzdepartements, sondern sie ist ein Instrument, das in der Bundesverfassung festgeschrieben ist und ich denke auch von der Bevölkerung breit getragen wird. Sie sorgt auch für Ausgabendisziplin und diese braucht es, denn es geht ja nicht einfach darum, dass man bereinigt oder spart, sondern es geht darum, dass wir den finanziellen Handlungsspielraum wieder erlangen. Dass Parlament und auch Bundesrat auch wieder Aufgaben anpacken und finanzieren können. Gerne gebe ich jetzt aber das Wort an Frau Direktorin D'Amelio für weitere Ausführungen. Merci, Madame la Conseillère fédérale, Monsieur le Vice-Chancelier, Mesdames, Messieurs les représentants des médias. La chef du département l'a très bien dit, c'est grâce au travail et au soutien de tous les départements que nous pouvons présenter aujourd'hui un budget 2024 en équilibre. Et si vous me permettez quelques mots sur l'évolution des recettes et des dépenses pour l'année 2024. Si on prend dans un premier temps les recettes, ces dernières se montent à près de 83 milliards. Elles sont en augmentation de 3 milliards, soit de 2,1% par rapport au budget 2023. L'évolution des recettes est marquée par différentes réformes fiscales. D'un côté, l'augmentation de la TVA en faveur de l'AVS, qui apporte des recettes supplémentaires de 1,1 milliard de francs. Et de l'autre, la suppression des droits de douane sur les produits industriels qui, elle, entraîne une baisse des recettes de 600 millions de francs.
Il faut ajouter à cela la suppression de l'exonération fiscale accordée aux véhicules électriques, qui devrait également permettre de dégager des recettes supplémentaires de 200 millions de francs, mesure qui fait partie du paquet d'économies pour rééquilibrer le budget. La croissance des recettes corrigée de ces modifications fiscales correspond plus ou moins à la croissance économique nominale. En février dernier, nous avions déjà souligné que le déficit financement n'était pas causé par des recettes inférieures, ces dernières croissent conformément à la croissance, mais par des dépenses trop élevées. Cela se voit aussi dans le budget 2024. Les dépenses 2024 augmentent de 4,1% par rapport au budget 2023 pour atteindre 89,7 milliards de francs. Elles affichent ainsi une progression presque double de celle des recettes. Pour le budget 2024, près de 6,4 milliards de francs sont prévus sous la forme de dépenses extraordinaires. 1,2 milliard de francs pour les personnes en quête de protection qui ont fui l'Ukraine. 1,2 milliard de francs sous la forme d'un apport unique en capital pour les CFF. Il s'agit ici d'une charge héritée encore de la crise Covid-19. Et enfin, 4 milliards de francs qui sont budgétés aussi en 2024 dans le cadre du mécanisme de sauvetage destiné au secteur de l'électricité. Une bonne nouvelle peut-être de ce côté-là, en l'état actuel des choses, il est peu probable que ces 4 milliards soient utilisés, mais comme le crédit est encore possible, nous sommes obligés de le budgétiser. Si l'on ne tient pas compte, entre guillemets, si l'on ne tient que compte, entre guillemets, des dépenses ordinaires, celles-ci augmentent de 3,6%, soit de 2,9 milliards entre le budget de 23 et 24. Plus de la moitié de cette augmentation s'explique par des dépenses plus élevées dans le domaine de la prévoyance sociale. Une croissance principalement liée à la réforme de la VS21. Donc autant au niveau des recettes que des dépenses, on a cet effet de l'entrée en vigueur de la VS21 en 2024. Le budget ordinaire se caractérise par un déficit financement de 500 millions. Les exigences du frein à l'endettement sont néanmoins respectées puisqu'elles autorisent pour l'année 2024 un déficit conjoncturel d'un demi-milliard de francs. Die Einnahmen belaufen sich 2024 auf fast 83 Milliarden und steigen im Vergleich zum Vorjahr um 3 Milliarden oder 2,1%. Wie bereits im Februar hingewiesen wurde, ist das Problem allerdings nicht einnahmenseitig, sondern es liegt bei den Ausgaben. Das sieht man auch im Budget 24. Die Ausgaben steigen im Vergleich zum Budget 23 um 4,1%, sprich auf 89,7 Milliarden. Also fast doppelt so schnell wie die Einnahmen. Rund 6,4 Milliarden Franken werden im Voranschlag 24 als außerordentliche Ausgabe beantragt. Im ordentlichen Haushalt budgetieren wir ein Finanzierungsdefizit von 500 Millionen Franken. Die Vorgaben der Schuldenbremse werden damit dennoch eingehalten, da die Schuldenbremse aus konjunkturellen Gründen ein Defizit von 1,5 Milliarde zulässt im 2024. Vous le voyez sur le slide ici avec la différence entre la ligne verte et la ligne rouge. Malgré cette croissance pour l'année 2024 de 4%, nous avons dû baisser le niveau des dépenses qui se caractérisait par la ligne rouge sur le slide, qui était plus élevée encore que ce que nous avons prévu. Comme l'a souligné la conseillère fédérale Karine Keller-Sutter, le Conseil fédéral a dû prendre d'importantes mesures d'allègement budgétaire pour permettre cette baisse entre cette ligne rouge et cette ligne verte et réadapter, éliminer les déficits structurels pour 2024 et les réduire à un minimum pour les années suivantes. Je lui cède volontiers à nouveau la parole pour exposer ces mesures d'allègement. Oui, merci beaucoup pour ces explications. Ja, meine Damen und Herren, bei den schwach gebundenen Ausgaben, also bei jenen,
die betragsmäßig nicht in der Verfassung oder in einem Gesetz festgeschrieben stehen, wurden folgende Maßnahmen umgesetzt. Sie werden Ihnen bekannt vorkommen, weil der Bundesrat sie bereits im Frühjahr kommuniziert hat. Erstens, das Wachstum der Armeeausgaben wurde reduziert. Bis 2026 wachsen die Ausgaben für die Armee etwas langsamer als ursprünglich vorgesehen, aber trotzdem immerhin um real 3% pro Jahr. Mit diesem Fahrplan wird die Armee 2035 mit Mitteln im Umfang von 1% des BIP ausgestattet sein. Das ist 5 Jahre später, als das Parlament verlangt hatte. Dann zweitens verzichtet der Bundesrat darauf, den Pflichtbeitrag für das Forschungsrahmenprogramm Horizon Europe zu budgetieren, weil im Moment keine Assoziierung in Sicht ist. Das ist kein Sparbeitrag, sondern das ist ein Platzhalter. Das war einfach im Budget drin, aber wir sind ja nicht assoziiert. Stattdessen gibt es Auffangmaßnahmen, die sind weiterhin budgetiert und die sind auch weiterhin vorgesehen. Das heißt also, der Forschung wird hier kein Geld entzogen. Dann drittens, auf Elektrofahrzeugen wird die Automobilimportsteuer eingeführt, wie sie bisher auch für alle anderen Fahrzeuge galt. Der Elektrofahrzeugmarkt wächst schnell. Für die Ausnahme von der Automobilimportsteuer, das ist eine indirekte Anschubfinanzierung, gibt es heute keinen sachlichen Grund mehr. Viertens hat der Bundesrat eine Querschnittskürzung von 2% auf den schwach gebundenen Ausgaben des Bundes beschlossen. Größtenteils werden diese linear umgesetzt. Und fünftens greift der Bundesrat 2024 für die Migrationsausgaben im Zusammenhang mit dem Migrationsstatus S nochmals zur Außerordentlichkeit. Diese Maßnahmen haben zusammen ein Volumen von 2 Milliarden Franken und werden bekanntlich auch, ich habe es bereits erwähnt, in den Folgejahren weitergezogen. Die außerordentlichen Ausgaben für die Migration können wir dann aber nicht mehr geltend machen. Ab 2025 müssen diese Ausgaben wieder im ordentlichen Budget untergebracht werden. Auch das habe ich bereits erwähnt. Bei den stark gebundenen Ausgaben gibt es 4 Maßnahmen. Auch diese sind im Grundsatz bereits bekannt. Erstens die Kürzung der Einlage in den Fonds der Arbeitslosenversicherung. Wichtig hier ist zu betonen, das hat keinen Einfluss auf die Leistungen der ALV, weil die Reserven des ALV-Fonds sehr hoch sind und wir auch eine Ventilklausel vorgesehen haben. Die Kürzung hier ist auf 5 Jahre befristet. Dann zweitens die Gegenfinanzierung der Kinderkrippenvorlage durch eine Senkung des Kantonsanteils an der direkten Bundessteuer. Diese beiden Maßnahmen, also ALV und der Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer, bedingen Gesetzesänderungen und sind Teil der heute verabschiedeten Vernehmlassungsvorlage. Zudem werden die Einlagen in den Bahninfrastrukturfonds vorübergehend, also während 3 Jahren, gekürzt, ohne dass damit aber der Ausbau oder der Betrieb der Bahninfrastruktur gefährdet wird. Dafür ist keine Gesetzesänderung notwendig, aber man muss sich bewusst sein, dieser Fonds hat eine Reserve von 1 Milliarde Franken und das kann ohnehin nicht einfach ausgegeben werden. Dann kommen viertens Anpassungen, namentlich im Bereich der Witwenrente, wie sie der Bundesrat ebenfalls bereits im März beschlossen hat. Dabei geht es um eine Anpassung, die aufgrund eines Entscheids des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte notwendig geworden ist. Diese Anpassung wird vom EDI vorgenommen, das heißt, sie ist nicht in dieser Botschaft drin, sondern das EDI wird hier eine separate Vorlage ausarbeiten. Für die Jahre 25 bis 27 des Finanzplans werden die strukturellen Defizite auf 0,7 Milliarden 25, 0,3 Milliarden 26 und 1,2 Milliarden 27 geschätzt. Das sind natürlich Schätzungen, die mit Unsicherheiten behaftet sind. Und wie eingangs bereits angesprochen, sind unsere größten Herausforderungen vor allem die Erhöhung der Armeeausgaben auf 1% des BIP. Das bedingt ab 2027 ein sehr starkes Wachstum. Andererseits nehmen die Ausgaben für die soziale Wohlfahrt, die rund 1/3 der Bundesausgaben ausmachen, sehr stark zu, also weit überproportional.
Im Parlament standen und stehen zudem weitere neue Aufgaben zur Diskussion. In der Summe betragen die möglichen Mehrbelastungen ab 25 2 bis 3 Milliarden. Dazu gehören beispielsweise der Gegenvorschlag zur Prämienentlastungsinitiative, die Vorlage zur Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen für den Schweizer Gütertransport. Ebenfalls unsicher ist, ob und in welchem Umfang Mehrausgaben für den Wiederaufbau in der Ukraine oder auch für die Migration anfallen werden. Zudem befinden sich verschiedene Steuerreformen in der parlamentarischen Beratung oder Vernehmlassung, die in der Finanzplanung noch nicht berücksichtigt sind, die auch zu Mindereinnahmen führen können. Zu nennen sind hier beispielsweise die Abschaffung des Eigenmitwerts, die Erhöhung des Abzugs für Krankenkassenprämien oder auch die Individualbesteuerung. Fazit ist: immerhin, die erste Hürde haben wir heute mit dem Budget 2024 genommen. Und wir haben die entsprechenden Entlastungsmaßnahmen beschließen können. Die Herausforderungen bleiben aber hoch. Der Bundesrat wird sein Augenmerk darauf legen, wieder finanzpolitischen Spielraum für die Zukunft zu schaffen, sodass wir auch wieder mehr gestalten können und nicht fortlaufend Entlastungen beschließen müssen. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und wir stehen für Fragen zur Verfügung. Merci, Madame la Conseillère fédérale. J'ouvre les questions. Qui souhaite poser une question? La première question, Monsieur Vincenz. Ich habe eine Frage zu den Witwenrenten. Sie haben angesprochen, Frau Bundesrätin, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hier die Schweiz korrigiert hat. Es hätte es aber die Möglichkeit gegeben, wie das, glaube ich, jetzt zumindest vorübergehend auch so gelöst worden ist, dass eben die Männer quasi den Frauen gleichgestellt werden. Ist das eine reine Sparüberlegung, dass man einfach gesagt hat, wir wollen das jetzt anders machen? Ja, diese Möglichkeit hätte selbstverständlich bestanden, aber wir haben das zum Anlass genommen, eben das andere zu tun und uns noch einmal zu überlegen, wie gerechtfertigt es ist, dass man Witwenrenten auch an Personen ausschüttet, ob Männer oder dann Frauen, die Kinder haben, die das 25. Altersjahr zurückgelegt haben. Das steht eigentlich, das ist der Eckwert, das wurde heute auch im Kommuniqué des Bundesrates so bekannt gegeben. Oder man muss sich ja bewusst sein, dass der Bundesrat, ich war damals noch im Parlament und Mitglied der SGK, ja einmal die Abschaffung der Witwenrente beantragt hat. Und auch im Parlament wurde das immer wieder thematisiert. Es wird, von daher würde ich sagen, natürlich ist es jetzt auch eine finanzpolitische Gelegenheit, aber es ist letztlich auch eine gesellschaftspolitische Diskussion. Finanzpolitisch, weil das eine Entlastung wäre für die AHV selber selbstverständlich, auch für den Bundeshaushalt in geringerem Umfang. Aber die nächste AHV-Reform kommt bestimmt. Und es gibt keine AHV-Reform, die nur mit Entlastungen zu machen ist, sondern es gibt meistens Mehreinnahmen und Entlastungen. Oder, und hier haben wir wahrscheinlich schon einen Bereich, den man diskutieren kann. Aber das EDI wird jetzt die Vorlage für die Vernehmlassung ausarbeiten und wir werden dann sehen, wie es so tönt. Oder wie das so ankommt. Merci. Prochaine question, Madame Walser. Zwei Fragen. Die erste auch zur AHV. Sind dann neben den Witwenrenten noch weitere Sparmöglichkeiten geplant? Und die zweite Frage zum Beitrag der Kantone, zum Anteil der Kantone an der direkten Bundessteuer. Wenn die Kantone sich in der Vernehmlassung dagegen aussprechen, was man ja annehmen könnte, wird das der Bundesrat trotzdem so tun oder gibt es da einen Plan? Ja, also zur ersten Frage, Frau Walser. Nein, es ist nichts geplant bei der AHV. Der Bundesrat hat noch auch im Rahmen des Postulats Pregi muss er aufzeigen, wie man den Bundeshaushalt von der AHV-Finanzierung entflechten kann. Hier haben wir einen Auftrag des Bundesrates im Rahmen dieses Postulats, Ideen zu entwickeln. Aber es ist, was geplant ist im Moment, das liegt auf dem Tisch. Wenn es für 26 oder 27 weitere Entlastungspakete bräuchte, dann müsste man wieder Ideen haben. Dann Beitrag der Kantone. Gut, wenn ich jetzt sage, wenn ich Ihnen zur Antwort gebe, ja, wenn die Kantone dagegen sind, dann machen wir das nicht. Das wäre eine Aufforderung zum Tanz, oder?
Also von daher würde ich das jetzt nicht so formulieren. Ich denke einfach, was der Bundesrat hier auch mit anstoßen wollte, war die Diskussion über die Aufgabenteilung in diesem Land. Oder wenn man natürlich hier eine Vorlage hat, gut 770 Millionen im ersten Jahr wiederkehrend, eine neue gebundene Ausgabe im Zuständigkeitsbereich der Kantone und dann eine Fachdirektorenkonferenz in der Vernehmlassung hier Begeisterung beschließt. Oder das ist ja dann auch nicht unbedingt erstaunlich. Auf der anderen Seite sehen die Kantone, dass das eigentlich ihre Aufgabe ist. Wenn wir mit den Finanzdirektoren sprechen, sind sie natürlich dagegen, dass man den Kantonsanteil reduziert. Aber sie verstehen auch den Bund. Und ich denke, das wird sicherlich dazu führen, dass im Ständerat diese Diskussion auch noch einmal geführt wird, wie man den Bund, die Kantone beteiligen kann. Und das hat zwar jetzt nichts damit zu tun, aber eigentlich auch die Wirtschaft. Wo ist eigentlich die Wirtschaft? Also die Wirtschaft könnte sich auch an der Vereinbarkeit von Beruf und Familie etwas mehr engagieren. Oder auch dort war man einfach sofort begeistert, dass hier eine neue Bundesaufgabe geschaffen wird. Merci. Prochaine question. Monsieur Burkhardt. Beim Q&A heißt es, der Bundesrat werde voraussichtlich in der nächsten Legislatur eine weitere Vorlage zur nachhaltigen Stabilisierung der Bundesfinanzen verabschieden. Wie sakrosankt ist eigentlich das Wachstum der Armeeausgaben in diesem Zusammenhang? Also 2026 800 Millionen Franken, das ist relativ viel. Oder? Ist das das Minimum, das jetzt garantiert ist, oder könnte das dann plötzlich weniger sein? Ja, also Herr Burkhardt, oder die Budgethoheit liegt beim Parlament. Oder ich meine auch alles, was wir Ihnen jetzt vorgestellt haben, wird dann immer vorbehältlich der Beratung der Finanzkommission und des Plenums der Eidgenössischen Räte stattfinden. Und die Motion, die überwiesen wurde, zielte ja an und für sich ein Wachstum von 1% BIP bis 2030 an. Der Bundesrat war an sich damit einverstanden, weil die Sicherheit eine wichtige Aufgabe ist und weil die Armee in der Vergangenheit auch stark sparen musste. Auf der anderen Seite hat man vielleicht damals, ich war noch nicht im Amt, aber ich habe die Protokolle einmal nachgelesen, die Wachstumsdynamik vielleicht etwas unterschätzt. Also wenn man die Protokolle liest, konnte man nicht so sicher sein, auf welcher Basis man 1% des BIP genau kalkuliert. Und der Bundesrat hat das letztes Jahr geklärt mit dem Voranschlag 23, dass das BIP 2030 ist. Und das ist wirklich ein großes Wachstum. Und ich kann Ihnen einfach sagen, ich habe mir das noch notiert für heute Nachmittag, wenn man jetzt dem Pfad des Parlaments folgen würde, dann, also für den Voranschlag 24 gäbe es keine Änderung. Wir haben ja eine Basiskürzung von 2%, aber dann 25 plus 300 Millionen, 26 plus noch einmal 600 Millionen und 27, wie Sie richtig gesagt haben, noch einmal 800 Millionen. Das wäre einfach, muss ich sagen, im Moment wissen wir nicht, woher wir das holen wollten, wenn wir das so umsetzen müssten. Und deshalb haben wir auch diesen Kompromiss auch intern gefunden. Das war also kein Boxkampf oder so zwischen dem VBS und dem EFD, wie das manchmal so dargestellt wird, sondern das VBS sieht ja auch oder und will, muss ja auch einen Beitrag leisten. Jedes Departement leistet einen Beitrag, dass man dieses Wachstum so gestalten kann, dass es verdaubar ist. Aber das Parlament entscheidet am Schluss. Und was Sie antönen, ist, je mehr es sich zuspitzt, desto mehr werden die Aufgaben in Konkurrenz zueinander stehen. Und die Ausgaben, das wird so sein. Merci. A-t-il encore des questions? Ça ne semble plus être le cas. Oui, Monsieur Burkhardt? Wenn ich noch zu einem anderen Thema rasch, das in Ihrem Departement ist, dieser Hackerangriff auf die Firma Explain, wo man ja einen Krisenstab, Datenabfluss jetzt eingesetzt hat. Und da steht, man wolle auch Maßnahmen ergreifen, die sicherstellen sollen, dass die heute von Explain für die Polizei sowie für die Sicherheits- und Migrationsbehörden erbrachten essentiellen Leistungen in jedem Fall gewährleistet werden können. Heißt das, die Leistungen können nicht mehr sicher gewährleistet werden?
Nein, das würde ich nicht so sagen, aber Tatsache ist einfach, dass diese Firma gehackt wurde und dass diese Firma über Daten verfügte, ja, ich glaube praktisch aller Kantonspolizeien, Migrationsbehörden, Sicherheitsbehörden, und dass diese Daten teilweise dann eben im Darknet gelandet sind. Und es muss einfach sichergestellt sein, dass das nicht weitergeht und dass diese dass das auch nicht weiter möglich ist, dass solche Daten abfließen können. Das ist eigentlich der Sinn und Zweck dieses Krisenstabs, der alle Departemente umfasst, weil eigentlich alle Departemente irgendwie betroffen sind. Und es werden jetzt verschiedene Maßnahmen dort geprüft. Ich denke, dass es auch Sinn macht, in jedem Departement auch die Verträge mit außenstehenden Anbietern zu überprüfen. Es ist etwa, glaube ich, wenn ich richtig das im Kopf habe, seit einem Jahr Standard, dass man diese Cybersicherheit auch thematisiert in den Verträgen. Aber es ist ja nicht die einzige Firma, die mit Verwaltungsstellen zusammenarbeitet. Oder? Es gibt auch andere. Und diese Verträge werden durch die einzelnen Verwaltungsstellen gemacht, nicht durch das Finanzdepartement. Und hier muss man sicherstellen, dass einfach ein solcher Abfluss verhindert werden kann. Aber es ist Informatik. Da gibt es immer gewisse Risiken und Unsicherheiten. Und verstehe ich richtig, bei der Firma Explain waren operative Daten der Bundesverwaltung, die dort gar nicht hätten sein dürfen. Das habe ich auch so verstanden, ja. Oder jetzt wird sich die Frage stellen, wie ist es dazu gekommen? Deshalb auch, es gibt ja Untersuchungen, Strafuntersuchungen, die eingeleitet wurden. Der EDÖB möchte auch wissen, also es gab ja eine Selbstdeklaration von FEDPOL oder dem BATSK, dass es zu so einem solchen Datenabfluss gekommen ist. Und der Bundesrat möchte eine Administrativuntersuchung machen, aber über alles, zu erfahren, wie es möglich war, weil diese Frage können wir heute nicht beantworten, dass ein solcher Anbieter überhaupt über solche Daten verfügen konnte. Wenn ich noch eine letzte Frage stelle dazu, wie beunruhigt ist der Bundesrat über diese Thematik? Ja, ich finde, das muss einem schon beunruhigen, oder? Wenn man mit einer Firma zusammenarbeitet, diese Firma gehackt wird, gut, da kann man nichts dafür, aber dass dann Daten abfließen, die auch persönlich, also eine Relevanz haben in Bezug auf den Persönlichkeitsschutz oder den Datenschutz. Und was man machen kann, ist jetzt dieses Ereignis bewältigen, die Maßnahmen einleiten, die es braucht, um zu verhindern, dass das in Zukunft wieder vorkommt, aber ohne zu versprechen, dass es solche Risiken gar nicht mehr gibt, weil die Digitalisierung, die zunehmende Verbreitung von solchen Lösungen, Informatiklösungen, gibt natürlich auch Risiken. Das war auch vorher schon so im nicht digitalen Umfeld, aber hier hat es natürlich eine ganz andere Verbreitungsmöglichkeit und Tragweite. Ja. Merci. Y a-t-il encore des questions? Ça n'est plus le cas. Nous concluons cette conférence de presse ici. Merci d'y avoir participé. Et je vous souhaite évidemment un très bon été, en espérant vous revoir qu'à la rentrée.